Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Sacred Gold in der Nuzlocke. Wir haben letztes Mal Sudowoodo besiegt, nicht gefangen, weil wir haben hier schon ein Pokémon gefangen. Und heute machen wir uns auf den Weg nach Teak City. Was ist der Man da und was ist seine Mission? Hallo? Ja! Okay. das sollte hier ein Break sein. Kickbreak ist actually for breaking barriers. Ja, und warum schlägst du die Bäume kaputt? Kannst du mir das erklären? Aber okay. So, wir können hier was encountern. Und das würde ich jetzt gerne tun. Und gerade dafür tun wir auch ein Pokémon Thunderwave nach vorne. Und zwar in diesem Fall Tiledew. So, dann wollen wir mal schauen, was wir Tolles kriegen. Route 37, unser Encounter ist ein... Netaburger, verpiss dich. Geh woanders hin. Gar keinen Bock auf dich. Ich drücke jetzt auch einfach mal auf Shockwave, weil ich nicht glaube, dass ich wegrennen kann. Oh, ich bin schneller. Okay, ich hätte wegrennen können. Aber Shockwave sollte so oder so one-hitten. Wann entwickelt sich Magnetic Level 30? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es reicht, um Pidgeotto auf jeden Fall zu one-hitten. So, das ist schön. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. Mit einem anderen Pokémon als Encounter. Versuch Nummer 2. Es ist ein... Nee. Versteh es doch einfach, Pidgeotto. Nee. Ich will nicht. Can't escape. Oh no. Nee, dann, wenn wir nicht escapen können, dann drücken wir doch... Nein! Okay. Ich wollte eigentlich auf Shockwave drücken, aber meinetwegen. So, Versuch Nummer 3. Ein... Nidorino. Wir haben Nidoran weiblich schon, aber wir haben noch keinen männlichen Nidoran. Und die sind tatsächlich im Pokédex unterschiedliche Einträge. Von daher, den fangen wir jetzt. Wir gehen für eine Thunderwave. Poisons Ding sind wir immun gegen. Wenn wir die Thunderwave draußen haben, können wir auch direkt auswechseln. Wollte ich keine Angst haben vor Double Kick und so einem Spaß. So, Thunderwave ist draußen. Und ich entscheide mich jetzt einfach dazu, in unser Duflor zu gehen. Das steht dann da wie eine 1 und dann holen wir uns diesen Yurino. Ich mache mal eben meine Liste auf. Wie sieht es denn aus mit Poison? Namen.txt. So. Bei Poison haben wir nichts mehr stehen. Das heißt, ich muss dann wieder unter alles gucken. Alles klar, kriegen wir hin. Ja, Nature Power wäre hier ein Grass Move. Gehen wir einfach mal für. Zack, Seed Bomb. Explosionen. Parsifani. Double Kick macht nichts. Damit können wir absolut leben. Dann haben wir halt Nidorino. Ich meine, wir haben einen Mondstein. Wir können uns also eins von den Nidorans aussuchen. Welches wir gerne hätten. Wahrscheinlich eher King als Queen. Zumindest würde ich das mehr fühlen. Aber es, ich mache es wahrscheinlich davon abhängig, welche Fähigkeiten die beiden haben. Wenn das Ding hier jetzt mit, ihr wisst schon, ankommt. Haben wir den Mondball? Nee, haben wir nicht. Okay. Wenn das Ding hier jetzt ankommt mit Sheer Force, nehme ich auf jeden Fall das, weil das andere hat ja Rivalität. Und Rivalität fühle ich, to be honest, nicht so. Kleiner Funfact zu Rivalität. Rivalität ist eine Fähigkeit, die wird eigentlich quasi nie gespielt. Aber es gab eine Zeit in VGC in Gen 5, als man Rivalität auf Maxax gespielt hat. Weil halt die Genies, also Demeteros, Voltolos und Boreos, sind grundsätzlich immer männlich. Und deswegen hat man männliche Maxax mit Rivalität gespielt, um denen halt richtig aufs Maul zu geben. Also die haben dann richtig Damage gefressen. Macht man heutzutage nicht mehr und hat halt mehr bessere Optionen, ne? Aber man hat das eine Zeit lang gemacht. 1, 2, 3, 4. Okay, Nidorino wurde gefangen. Coole Sache. Wie nennen wir dieses Nidorino? Wie nennen wir es? Welchen wunderschönen Namen wird es tragen dürfen? Ich mag Nidorinos Design auch sehr gerne. So, so, Nidorino, wie nennen wir dich? Ich habe auf der Liste noch. Die Robin ist ja schon draußen, den kann ich streichen. Den haben wir schon gehabt. So. Ich meine, wir hätten noch Boden, da haben wir noch zwei Leute stehen. Und Nido King wäre ja Bodentyp. Das heißt, ich gehe, glaube ich, einfach mal nach Boden. Und deswegen nenne ich dieses Pokémon jetzt hier TJ. So. Da wurde ich tatsächlich explizit auf Twitter angeschrieben, aber es kommt zum selben Ergebnis. Wir haben jetzt hier TJ, das Nidorino. Und wir können uns gleich... wir gucken uns das jetzt noch nicht an. Wir gucken uns das dann anders mal an. Ich hätte gerne Nightmare vorne. Das hat nämlich den Hintergrund, dass ich Nightmare dann
gleich auswechseln kann. Nightmare kriegt ein Level-Up und entwickelt sich zu Apollo und das fühle ich. Das wird ein Double-Battle hier. Kann ich nicht aus dem Weg gehen. Das da droben, oben wird auch ein... Das da oben wird auch ein Double-Battle, den ich nicht aus dem Weg gehen kann. Zum Glück haben wir einen Intimidate Garados im Lead. Das ist ganz praktisch. Prince Tori und Till mit Plusel und Minun. Ja, da haben wir den Worst Lead of All Time bekommen. Das ist jetzt doof. Ja, Plusel und Minun habe ich hier jetzt nicht so gesehen. Ich entscheide mich hier für den Switch-Out auf Tobias und Onyx. Und Protector. Also ich bleibe definitiv weder mit Nebulak noch mit Garados hier drin. Und Garados auf Onyx einzuwechseln ist sinnvoller, weil wenn die für Electric Moves dagegen gegangen sind, dann ist Protect natürlich immun. Spark, keine Wirkung. Nochmal Spark, auch keine Wirkung. So. Und jetzt... Alter, einfach Nature Power Ring fürs Earthquake wäre schon sick. Kann ich sogar machen. Und zwar das im Hintergrund. Ich wechsle dich jetzt wieder zurück auf Garados. Die können nämlich jetzt nicht den Electric Move drücken. Die können jetzt nicht den Electric Move Protector drücken. Und deswegen kann ich jetzt Earthquake drücken und währenddessen auf mein Garados zurückgehen. King Move. Also wenn die jetzt den Electric Move auf den Slot gedrückt hätten, ich wäre confused. Komm, Fake Tears. Okay. Copycat. Was willst du kopieren? Achso, du setzt jetzt auch Fake Tears ein. Stimmt, du kopierst den letzten Move, der eingesetzt wurde. Ich verstehe schon. Ja, ja, so funktioniert das. Deswegen kann man mit, hier. Wie heißt die Fähigkeit, die man dafür braucht? Mit Prankster und Copycat auch grundsätzlich mit, ja, Offensiv-Prioritäts-Move haben. Jetzt gehen wir hier für einen Mega Drain auf das Minun und du wechselst bitte wieder aus und ziehst alle Elektro-Moves auf dich. Raus mit dir. Rein mit Protector. Wir machen hier die größten Big Brain Strats des Planeten. Ich sag's euch. Niemand hat so Big Brain Strats wie ich gerade. Ich fühle mich gerade schon sehr schlau. So, Minun weg. Und das Plusel holen wir uns auch gleich ab. Leitet sind schon für ein Level-Up auf Nightmare. Noch nicht. Okay, aber gleich. Lass euch, gleich reicht das. So, und du gehst mal einfach für ein Jogtum. Kommt ein Encore ins Nichts. Okay, Jogtum kommt raus. Onyx holt sich noch einen Kill ab. Nice Sache, Onyx. Immer noch großer Fan davon, dass Onyx gebufften Attack vom Hack bekommen hat. Immer noch großer Fan davon. Nightmare ist immer noch nicht gelevelt. Krass. So, Tori und Till, das war jetzt nicht eure stärkste Leistung. Das war nicht eure stärkste Leistung. So. Regendame und... Oder eine Schirmdame heißt sie, glaube ich. Regendame. Hm, sie bringt den Regen. Schirmdame und eine Beauty. Ich wüsste jetzt nicht... Also, das sagt wenig darüber aus, was sie haben. Also, wahrscheinlich haben sie ein Water im Lied. Wahrscheinlich ist ein Water im Lied. Bloom und Ultrigaria. Okay, keine Waters. Das sind beides keine Waters. Aber Nightmare hat hier ein geiles Matchup, tatsächlich. Nightmare hat hier tatsächlich ein geiles Matchup. Wir werden einfach das Weeping Bell erstmal downfokussen, glaube ich. Wir gehen für Ominous Wind of Weeping Bell und wir gehen für Bite of Weeping Bell. Wenn wir eine Seite down gefokust haben, können wir uns natürlich auf die andere dann fokussieren, ne? Zack. Weeping Bell geht halt schneller down. Level up für Nightmare, sehr schön. Und das Gloom kann uns halt nicht touchen. Und ich hätte gedacht, Weeping Bell, vielleicht hat das ja irgendwie einen Dark Move. Bei Gloom weiß ich garantiert, dass es keinen hat. Deswegen habe ich da jetzt nicht so Angst vor. Mega Drain, ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Garados hat eine Menge Spedef und unser Nebulak hat das Typing dafür. Ja, sag ich ja, macht nichts. Und da kommt Starmie. Gar keinen Bock, dass der mit einem Psychic Move ankommt, to be honest. Wir wechseln dich mal aus hier. Wir wechseln Nightmare mal aus. Auf was? Taltio, I guess. Ich bin auf Taltio gehen. Und du gehst bitte einfach für einen Biss auf das Starmie, damit das so schnell wie möglich weg ist. Hoffentlich wird Taltio jetzt nicht irgendwie hydro-pumped oder so. Kommt ein Swift. Okay. Das ist okay. Und Gloom kann uns halt auch nicht touchen. Also. Ja, Bite. Ist das ein One-Hit? Würde mich nicht wundern, wenn Starmie das lebt. Ja, Starmie lebt. Okay. Und Sleep Powder auf unser sehr trauriges Magnetilo an der Stelle. Ich wäre zumindest sehr traurig, wenn man mich einfach mit Sleep Powder beschießt. So, Taltio, wollen wir dich auswechseln?
Ich meine, du wirst jetzt halt niemals einen Psychic Move abfressen, abkriegen. Deswegen gehen wir einfach so raus und gehen hier mit Bite auf Starmie nochmal. Also bringen unser eigenes Gloom rein. Ich sehe nicht, warum er einen Psychic Move gegen, gegen Magneto drücken sollte. Ich predikte gerade die AI kaputt. und mir sagen Leute, das kann man nicht. Puh. Ich predikte die weg. Können mir gar nichts. Teil 2 Level 25, auch eine coole Sache. Die appreciate man noch sehr. Und Gloom hat Drain Punch. Stimmt, Gloom hat Drain Punch. Habe ich vergessen. Mainz wollte das auch lernen. Ich habe mich so, warum? Warum hat Draiano Gloom Drain Punch gegeben? Es erschließt sich mir absolut nicht. Okay, und weil wir eh fliegen, können wir dann auch für Earthquake gehen. Earthquake und... Ich sag Dragon Rage, ich will das Gloom nicht anfassen. Und da hat er doch irgendwie die falsche Fähigkeit für mich. Effekt Spore. Da hauen wir lieber einfach einen Earthquake hinter, also Earthquake plus Dragon Rage raus, um Gloom loszuwerden. Ich bin immer noch großer Fan davon, dass wir Earthquake auf unserem Gloom haben. Boah, Enemy Gloom hätte auch Earthquake haben können. Fuck, ich hätte Magneto niemals reinbringen dürfen. Das war eine gefährliche Sache. Holy shit. Das wäre echt gefährlich gewesen. So, gehen wir für Acid und für noch eine Dragon Rage. Wir wollen das Gloom ja nicht anfassen. Wir wissen, dass Josh am schnellsten ist auf dem Feld. Ba 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 da ba ba da ba 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 da ba ba da ba ba. Da kommt der Acid gegen nichts und da ist noch ein Cloyster. Bin ich ein bisschen gruselig, aber ich gehe nicht davon aus, dass er mich schon killen kann. Ich glaube nicht, dass Cloyster schon einen Move dafür hat. Und seine, die Spedef von Cloyster ist basically nicht vorhanden. Wir gehen auf einen Jock Smash. Der macht nicht ganz die Hälfte wahrscheinlich. Ja, kriegen wir einen Death Drop? Auch nicht. Aurora Strahl. Okay, können wir mit leben, weil das Special Attack von Cloyster auch bad ist. Ja. Selbst wenn Gloom den. Ich glaube, selbst Gloom hätte den genommen. Und der Mega Drain killt das Cloyster jetzt einfach. RIP Cloyster. Und jetzt entwickelt sich gleich unser Nebulak zu Alpollo. Und das heißt, ich muss mich jetzt gleich entscheiden, ob ich tatsächlich unser Utu trainieren will zu Noctu, um es dann wegzutauschen für einen Kotel, damit wir dann unser Nebulak entwickeln können. Wäre halt schon sick, so früh einen Gengar zu haben, ne? Hat auch keine Nachteile gegenüber Alpollo. Ich werde auf jeden Fall drüber nachdenken. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Alpollo. Diesen Part wird es noch ein Alpollo sein. Ich habe ja bis zum nächsten Mal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Shadow Punch? Der ist physisch. Was will ich damit? Ja, ne? Mal gucken. Haben wir noch Moves, die wir hergeben können? Ich mochte eigentlich meinen Curse. Nee, lass das mal mit dem Shadow Punch. Der ist halt bad. Give up on Shadow Punch. Der ist halt richtig bad. Ich krieg die Krise, ey. Was willst du? It's Krise. What are you doing? Ja, die Krise kriegen. Habe ich doch gesagt. Hörst du mir eigentlich zu? Offenbar nicht. Tobias ist hochgelevelt. Taltu, welches Level hast denn du? Das weiß ich nicht. Ich kann es nämlich nicht sehen. 25, okay. Lassen wir Haunter eben vorne. Was sagst du denn dazu? Nightmare. Wie fühlst du dich jetzt als Haunter? Nightmare greeted the two. Ah, nett, dass du die beiden noch grüßt, bevor wir gehen. Da ist noch ein Trainer, ich weiß. Hole ich mir gleich. Ich will erstmal ins Pokémon Center gehen, meine Pokémon heilen. Ah, T-City-Musik. Da ja. Ich wollte schon sagen, sollte Bill da nicht stehen, aber da kommt er ja. Hey, Bill. Was geht ab, Bill? Wie fühlst du dich, Bill? Hi, I'm Bill. Also, du bist Bill. Ich bin nicht Bill. Ja, ich kenne die Höhlenregion. Ist nicht meine Lieblingsregion. Ich finde ja ziemlich viel Wasser und das gefällt mir nicht. Hier gibt es auch ein bisschen viel Wasser, aber es ist immer nur eine Strecke, wo man übers Wasser muss. Und dann in Kanto gibt es auch wieder ein bisschen Wasser, aber es hält sich in Grenzen. Es ist nicht so schlimm wie in Höhlen, wo überall Wasser ist. Also die ganze rechte Hälfte der Map ist Wasser. Das ist ein bisschen viel Wasser, finde ich. 7,8 von 10, too much water. Was mich auch ein bisschen... Hier, passt auf, die 7,8 von 10 von IGN damals, ne? Die es damals gab. Die klingt ja gar nicht so schlimm, ne? 7,8 ist ja eine gute Bewertung, aber... IGNs Bewertungsschema fängt bei 5 Punkten erst an. Es geht von 5 bis 10. Und jetzt will ich gerne wissen, the fuck? Warum geht das Bewertungsschema erst bei 5 los? Was haben die denn da geraucht? Ja, es ergibt halt gar keinen Sinn. Wahrscheinlich, damit es ein bisschen positiver aussieht. Aber lol. Ihr macht euch einfach...
seht dadurch einfach aus wie die größten Clowns. Ich meine, IGN sehen sowieso schon oft aus wie die größten Clowns. Ich erinnere an Fire Emblem Three Heroes für den 3DS. Was auch immer bei denen da los war damals. Aber jetzt wirklich, also was geht bei IGN ab? Was geht bei denen ab? Und du bist Sunny von Sunday und du gibst mir jetzt was. Einen Magneten. Das ist nett. Ich mag Magneten. A thing. What was it now? I remember now. Ja, ich gebe den Magneten mal an unser Magnetilo. Kann sich damit identifizieren, glaube ich. Hier, Magnetilo. Du hast schon eine Shellbell, die kannst du mal hergeben. Du kriegst jetzt einen Magneten und die Shellbell, die geben wir einfach unserem Garados. Das freut sich bestimmt darüber, eine Shellbell zu besitzen. Und so, Psychotrainer. Kämpfe gegen mich. Während ich hier im Gras stehe. Wie noch nie zuvor jemand im Gras stand. Kann ich jetzt eigentlich, dadurch, dass wo ich mich hinstelle, beeinflussen, auf was für Terrain wir kämpfen? Oder ist das einfach von Trainer zu Trainer festgelegt? So, Nightmare gegen Ghastly. Wir sind schneller und wir sind stärker. Ich gehe für Ominous Wind und gönn mir den Kill. Ja, mein Haunter. Und du bist nur ein Nebulak. Dead. Und Boost. Holy shit, hier geht's los. Haunter hat Bock. Haunter hat Bock, es ist Zeit aufzuräumen. Nee, Drowsy nur, okay. Ja, ich dachte schon, ja, jetzt kommt einfach ein, hier, Girafarik und ich bin gefickt. So, Ominous Wind. Notfalls nehmen wir eine Konfusion. Wir sind gerade plus 1 gegangen. Aber wir sind auch plus 1 Special Attack, also, ja, Drowsy dead. Drowsy ist einfach dead. Ja, das war ein einfacher Kampf für Nightmare. Ich weiß nicht, ob Kampf überhaupt das richtige Wort dafür ist, was hier gerade passiert ist. War eine Zerstörung. Psychic Greg, I lost. That is pretty sad. Das ist richtig. Du hast nicht nur verloren, du wurdest komplett zerstört. Mom. Hello. Ja, du hast mir wieder Items gekauft. Super. Solange es kein Choice Scarf ist, bin ich nicht wirklich impressed, ja? Die Beeren sind ganz cool. Das sehe ich ein. Aber Choice Scarfs, Mann. Choice Scarfs. Die sind erst krass. Die sind richtig krass. Wir kriegen gleich noch 1 Million Encounter wieder in Teak City. Und vor allem Stärke sollten wir auch kriegen. Ein Schritt ins Gras. Also wir sind eben auch cool aus dem Gras rausgekommen. Ich sollte nichts sagen. Ledian. Ey, du wärst cool gewesen. Ich hätte gern gewusst, inwiefern du gebufft wurdest. Könnte ich mir auch einfach mal angucken. So Elemental Punches, Iron Fist mit gebufften Attack wäre halt schon cool. Wäre schon cool. Was haben wir hier jetzt noch? Damioplex. Nee, nur noch ein Nidorino. Damioplex. Bestimmt auch gebufft. Wäre auch interessant gewesen. Wäre mal was anderes. Aber ich meine, Nidoran habe ich halt super oft, ne? Die spiele ich halt super oft einfach beim Durchspielen, weil ich es kann. So, wir sind in Acrotic City. Wir gehen nochmal ins Pokémon Center. Wir gucken uns mal unseren Nidorino an, das wir gefangen haben. Vielleicht hat es ja das richtige Wesen oder die richtige Fähigkeit. Irgendwas Cooles halt, ne? Irgendwas Interessantes. So. Ich glaube, Sheer Force ist hier noch kein Ding. Poison Point. I mean, besser als Rivalry. Es ist besser als Rivalry. Also wahrscheinlich nehme ich eher TJ hier mit als Sam. Da fühle ich den schon mehr mit Rivalry. Wir brauchen den Einsatz für Bummels mittlerweile schon so semi verpasst. Also ich glaube, Bummels kann halt in der Arena hier nochmal krank werden. Also vielleicht packe ich Bummels da aus, wobei es dann halt schon entwickelt wird. Vielleicht packe ich das echt für die Geist-Arena aus, weil es ist halt immun und es kann nicht einschlafen, weil es halt Munterkeit. Und wenn ich ihm Dark Move gebe, böllert er alles weg. Ich habe ja Gegenstoß. Also da könnte man schon was mitmachen. Ist hier ein Item? Ja. Die haben Shadow Claw. Cool. Auch wichtig, auch cool für die Arena eventuell. Auch eventuell cool für die Arena. Und die Musik hier ist auch so chillig, ne? Könnt ihr was angehen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, was in dieser Stadt zu encountern? Ich meine, wir könnten wieder gegen Bäume rennen. Fühle ich, to be honest, mehr als. Wir haben kein Headbutt mehr. Da muss ich zurückgehen. Ich schau mal eben nach, was es denn hier gibt im Wasser. Ob ich zurückgehen möchte oder ob ich hier einfach was angeln möchte. Pokémon Locations. So, Acrotic City. Wir haben hier 100% Magic Carp. Gar kein Interesse an dem Ding. Gar kein Interesse an dem Ding. Heißt, wir wollen eigentlich echt gegen Bäume laufen. Für Acrotic City. Und das heißt, ich brauche einen Mon mit Kopfnuss. Und das besorge ich mir höchstens bis zum nächsten Part. Also jetzt gerade habe ich keine Kopfnuss. Und von daher gehen wir erstmal nach Osten. Denn da kriegen wir eine TM. Und wir können eventuell
Jetzt habe ich natürlich die PDF zugemacht. Sollte ich noch mal aufmachen. Ah, die Musik hier ist auch geil, ne? Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Wann wird mir diese Route... Wo ist denn diese Route auf der Liste? Die kommt jetzt ganz schön spät, glaube ich. Da ist sie. Route 42. Huch, sorry. Oh, ich darf da gar nicht hin. Dann nicht. Ich wäre da gern hingegangen. Da gibt's Hippo. Cool, im Gras. Also Hippopotas. Okay, aber wenn ihr mich da nicht hinlassen wollt, dann muss ich woanders hin. Könnt jetzt zum Beispiel hier in den Turm gehen. In die Turmruine. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da nicht rechts hin darf, weil Open World und so. Hardcore Souls waren Open World Spiele. Aber ich meine, es ist halt auch besser fürs Balancing, wenn man das nicht darf. Also, ich kann schon nachvollziehen, warum das gemacht wurde. Burnt Tower. So, wo wollen wir hin? Also, hier oben gibt es Retarder, Coughing, Zigzagoon, Cubone, Magby, Grimer, Duskull, Shuppet. Und unten Predicate, Coughing. Exakt dasselbe. Exakt dasselbe, ja. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir einfach hier oben, ne? tun eben Pokémon nach vorne, das gut ist zum Schwächen. Ich würde sagen, Joss ist okay. Wir haben Dragon Rage. Und dann kommen wir nicht nach links, weil da ist zu. Und nach da rechts will ich gar nicht. So, Encounter ist ein... Retainer. Na Mensch. Ich hätte ein Magby haben können, aber nein. Retada. Natürlich. Was auch sonst. So, wir gehen für Dragon Rage. Ja, erlebt eine Dragon Rage. Jo, knapp, aber lebt. Crunch hat es auch schon. Okay, das ist eventuell tatsächlich cool für die Arena, ja? Das ist eventuell für die Arena cool. Und jetzt werfen wir einfach einen Pokéball, denn es ist ein verdammtes Retada. Das wird schon nicht so schwer sein. Eins. 2, 3, Retada. So. Wie nennen wir das Retada? Was haben wir noch auf der Liste stehen? Bei normal gar nichts. Dann gehe ich einfach die Liste von links nach rechts durch, weil die links waren natürlich zuerst da, glaube ich. Glaube ich. Hoffe ich. Und nenne es. Warte mal, was? Was habe ich mir aufgeschrieben? Answer you. Passt auch ganz knapp rein. O und U. So, das ist jetzt unser Retada. Der Name ist ein bisschen interessant für ein Pokémon. Das verstehe ich. Aber das ist jetzt unser Retada. Es heißt jetzt so. So, wir gucken uns das gleich an. Zuerst möchte ich aber nochmal hier nach... Was bist du denn? Was ist denn mit dir? Wild Trick Room, of course. Oh, TM Trick Room. Coole Geschichte. Finde ich interesting. Finde ich interesting. Aber wir gehen jetzt erstmal nach links. Und da haben wir noch mehr Encounter. Was willst du jetzt? Are you a tourist? You should take a look around the wonders of Aquatic City. Er will mich nicht, will mich nicht rauslassen. Was soll das denn? Ich wollte einfach nach Oliviana City einmal durchlaufen, aber er lässt mich nicht durch. Okay. So viel dazu. Ja, ne? Und jetzt? Da muss ich wohl tatsächlich kopflos abholen. Aber wir gehen dann erstmal in den Tower der Verbranntheit. Oder wir gehen hier hin. Und einen Surfer ab. Hey, na? Hey, hey! Stop dancing! Such a serious dance! Show me something like a hula dance! Okay, was ist denn mit dir, Mann? Ich glaube nicht, dass wir Customers haben, oder? Und da dreht er sich im Kreis. Er dreht sich im Kreis wie kein zweiter. Ich tue mal mein Talltür nach vorne. Das hat immer ein gutes Matchup gegen Team Rocket. Wenn die mit ihren Grimers ankommen oder mit ihren Zubats oder sowas. Hey, na? Ha, who are you? Who in the face are you? So, Team Rocket Grunt mit Coughing. Alter, weh, das Ding hat Fire Blast, Mann. Dann drehe ich aber durch. Aber sollte es nicht, weil es ist kein... Custom Coughing. Aber Shockwave gehen. Wir haben einen Magneten.
Er sollte dafür sorgen, dass wir das Ding definitiv toolen. Wir toolen es, glaube ich, auch so, aber der Magnet garantiert es mir. Fast ein One-Hit. Cool. Smokescreen. Juckt mich gar nicht, weil ich kann nicht missen. Es geht einfach nicht. Es ist physikalisch unmöglich, mit Shockwave zu missen. So, Ripcoughing. Es war schön mit dir. Aber wir haben fast ein One-Hit bekommen. Magnet-Hilo ist schon strong. Magnet-Hilo ist schon ziemlich strong. Und ein Golbat. Ja, das droppt so oder so. Confused Ray. Ja, okay. Jetzt hat es eine Chance. Jetzt hat es eine Chance. Taltube, bitte. Komm einfach durch. Komm einfach durch, Taltube. Komm schon. Nice. Shockwave kommt durch. Sehr coole Geschichte. Also ich habe mich schon so gefreut, in Teak City anzukommen. Ich kann überall hin und das Spiel so... Nee. Mm-mm. Wie? Bitte was? Golbat nimmt einfach genauso viel Coughing. Alles klar. Und Hypnose. Ja, geil. Alter, Golbat, was ist denn mit dir? Warum lebst du denn? Es gibt keine Eboliten. Was ist denn bei dir los, Golbat? Astonish. Er will mich nicht angreifen lassen. Ich sehe es doch in seinen Augen. Taltio ist fast asleep. Kommt schon, Taltio, aufwachen, nicht mehr confused, sondern einfach eine Shockwave reinböllern. Er kann dich nicht wirklich hitten. Du machst dir wahrscheinlich selber mehr Schaden als er dir, wenn du dich selber hauen solltest. Biss! Er drückt das doch sofort. Biss, was ist denn bei dir los, Golbat? Taltio ist aufgewacht, Taltio ist immer noch confused. Komm schon, Taltio. Ach, Taltio, was machst du denn? Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal eine Hypnose. Nee, Astonish. Taltio. Taltio flincht. Taltio, bitte. Lass dich nicht von Golbat 1v1. Long Crit. Nicht mehr confused. Shockwave kommt durch. Wir wurden auch nicht geflincht. Da. Lass mich nicht von einem Golbat 1v1. Auch wenn es echt hätte so weit kommen können. Wäre sehr traurig gewesen. Es wäre sehr traurig gewesen. So, 915 EP. Das ist gut was. Das ist gut was. So, aber Team Rocket Grunt, wie fühlst du dich jetzt, nachdem du gegen Magnetilo gekämpft hast? Oh no, you make me look like a villain. Ja, ich glaube, das kannst du selber ganz gut. Zuerst trägst du eine Team Rocket Uniform. Ich glaube, damit geht's schon los. Hey, na, geht's dir gut? Ich bin sehr gut darin, Pokémon aufzuziehen. Ich habe erst 7 Stück sterben lassen. Ja, ja. Hallo, alter Mann. Gib mir Zeug. HM03. Das soll das Surf sein. Yep. So, Surfer. Cooler Move. Vor allem, weil er strong as fuck ist. So, Surfer. 95 Base Power. Lernt den hier wer? Ja, Ross halt, ne? Aber to be honest... Wir haben so wenig Moves, wir können auch einen Surf mit ihm überflailen. Wir können auch einen Surf mit ihm überflailen, so. Aber wir können leider noch nicht Surfer einsetzen, oder? Das sollte vor allem der vierten Arena sein. Die erste hatte Zertrümmerer, die zweite hatte Zerschneider. Was hatte die dritte? Welche vor allem hatte die dritte? Stärke? Kann gut sein. Ich glaube, es war Stärke, ja. Ich glaube, es war Stärke. Also noch kein Surfer. Surfer kriegen wir erst noch. Nach dieser Arena. Und dann können wir aber bis zum Ende des Planeten laufen. Bis nach Anemonia City. Auch wenn ich da... Ich wäre gerne jetzt schon einmal nach Oliviana City gelaufen, wie so ein Vollidiot. Hätte die Arena geskippt. Das ist so ein Ding, was ich normalerweise in Hard Gold mache. Ich laufe erstmal die ganze Welt ab und dann hole ich mir langsam so die Arenen hier so, ne? Ich will aber ehrlich gesagt noch nicht in die Arena gehen. Wir gehen jetzt erstmal nach Norden hier. Wir gehen jetzt in den Turm hier. Kümmern uns hier um alles. Ich tue mal Panpyro nach vorne. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer mit. Wir gehen erstmal hier rein in den Turmruine. Und kümmern uns hier ein bisschen um alles. Und dann werde ich bis zum nächsten Part mal Kopfnuss besorgt haben. Und vielleicht werde ich mein Hutu trainiert haben, damit ich es tauschen kann gegen Kurtel. Und dann meinen Apollo entwickeln kann. Zigzagoon. Wäre mir das lieber gewesen als Radfratz? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, Radikal habe ich dann doch lieber als ein Zigzagoon. Also als ein, das andere. Alter, die Musik von Eusine, so geil, ja? Warum hat er noch kein Anime, hm? Warum nicht?
Ich habe gehört, dass Suikun hier ist. Und da unten, da ist es. Es steht da einfach. Ja, ich gehe da gleich hin. Ey, da oben ist Silver. Muss ich gegen ihn kämpfen? Hallo, Morty. Ich schau mal eben in meine Rival Battles. Ich glaube, ich muss gegen ihn kämpfen. Okay. Lead ist Murkrow. Sollte zumindest. Murkrow im Lead. Stärkstes Pokémon Level 27. Kommen wir mit klar. Murkrow ist im Lead, das heißt, wir leaden mit Tailkyu. Wir haben Tobias, um auf den, um auf seinen Starter reinzukommen, auf seinen Gator. Wir sollten klarkommen. Wir sollten definitiv klarkommen. Notfalls können wir auch mit Gyarados viel machen. Hey, Silver. So, Murkrow ist keine Gefahr. Absolut keine Gefahr. Pass auf, ich wollte schon sagen, jetzt kommt Heatwave. Aber nee. Es ist nur Nightshade für 25 KP. Ist ein bisschen mehr, als ich hätte nehmen wollen, aber Hauptsache, wir haben das Murkrow gekillt mit Shockwave. Hauptsache, wir haben das Murkrow gekillt. Und wir haben Magneten, also das droppt, ja. Murkrow gone. So. Wer ist der Nächste? Elekid. Okay. Elekid. Wir haben einen Protector für Elekid. Deswegen gehen wir es einfach auf den. Protector nimmt auch mal einen Fighting Move von dem Elekid, also ist das in Ordnung. Shockwave, sind wir immun. Sind wir immun, gehen wir für einen Schaufler. Low Kick, aua. Das könnte ein bisschen wehtun, wir wiegen ganz schön was. So. Da buddeln wir uns ein, wir one-hitten jetzt das Elekid. Nochmal Low Kick, ist aber fein. Elekid ist auch schneller als Onix. Sagt einiges über Onix aus und über Elekid. Eigentlich über beide. So, Elekid weg. Dann hat One-Hit gefressen. Ich finde es schön, wir haben gerade so ein schönes Muster drin. Er macht mir fast die Hälfte und ich One-Hitte ihn dann im Return. Croconaw. So, das ist ein stärkstes Pokémon, unser größtes Problemkind. Da gehen wir jetzt in unser Duflor. Flail. Macht nix. Das macht nix. 69. Nice. Und jetzt geht's mit Mega Drain. Scary Face. Gar keine Angst vor. Absolut keine Angst vor. Wir hauen ihm jetzt Mega Drain rein. Der wird ein bisschen über die Hälfte machen. Und damit sind wir dann zufrieden. Damit sind wir dann tatsächlich zufrieden. Oh, macht nicht mal die Hälfte. Krass. Wir bleiben bei Mega Drain. Ich habe auch keine Angst davor, ihn jetzt in Range zu hauen für stärkere Wassermoves. Wir bleiben einfach bei Mega Drain. Eventuell kriegen wir sogar eine Roll und Boxen weg. Würde ich appreciaten. Haben wir aber nicht. Okay. Wir bleiben aber bei Mega Drain. Niemand kann mich aufhalten. Flail ist jetzt halt ein bisschen stärker. Aua, mit ein bisschen meine ich ein bisschen sehr viel. Ein Crit hat uns einfach gekillt. Ich hätte vielleicht doch für Sleepwalker gehen sollen. So, Croconaw aber jetzt weg. Tobias auf ungefähr der Hälfte. Ein bisschen über der Hälfte wieder. Wenn man das ausrechnet. Nee. Oder? Doch, ein bisschen über der Hälfte. Ein KP über der Hälfte. Kadabra. Kadabra gefällt mir nicht. Aber wir sollten mit Ross klarkommen. Der sollte keine Shockwave haben. Wir sollten mit Gyarados reinkommen können, um denen einen Biss zu geben. Konfusion. Ja, wir haben halt gut Speedef. Ich gehe davon aus, wir nehmen zwei. Ja, locker. Locker. So, Biss. Disable. Ja, noch kannst du nicht disablen. Du bist leider zu schnell und du wirst nicht genug aushalten, um nochmal dazu zu kommen. So, Kadabra weg. Bisschen Recovery noch. Unserer Shellbell. Und dein letztes Mon ist ein Haunter. Auch das ist kein Problem für Ross. Wir gehen für Biss und oh nein. Oh nein. Bitte. Bitte mach nicht diesen. Ross. Hau ihn weg. Hau ihn einfach weg. Dankeschön. Ich hätte gar keinen Bock gehabt, dass der jetzt noch danach kommt, dann fängt er an mit Curse und so einem Spar. Oh, er lebt noch. Hat das Haunter gerade einen Biss von Gyarados genommen?
impressive. Das ist tatsächlich impressive. Wir gehen für einen Dragon Rage, falls er jetzt... Okay, geht für Ominous Wind. Bitte gib ihm keine Boosts. Gib ihm einfach keine Boosts, Ross. Wir sind nicht mehr confused, sehr schön. Dragon Rage weg. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwie Disable oder so, deswegen krieg ich irgendeinen anderen Move. Wir haben Joss besiegt. Wir haben Joss besiegt. Hui, wir haben Haunter besiegt. Und wir haben Silver besiegt. Das ist viel wichtiger. Und das war sogar eine ziemlich überzeugende Performance von uns, würde ich sagen. Humpf. Tja, da wurdest du aber gar nicht zerstört, was, Silver? Da kann ich aufs Maul bekommen. Oh, whatever. Glaubst du nicht, dass ich ein legendäres Pokémon fangen kann? Ah, wird schwierig. Sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Ich habe auf die Liste legendären Pokémon geguckt und es wird schwierig. Ich sehe das ziemlich ähnlich wie du. Haben wir noch Schutz? Wir haben noch Schutz. Gut, dann hau ich den jetzt mal raus. Können wir nämlich eben nach unten gehen und das klären mit den legendären Pokémon da unten. Ba da 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 da. Oh, da oben ist noch ein Trainer. Hey, na, ich komme mal angerannt hier. Hätte ich jetzt Stärke, hätte ich mir unten ganze Items noch gönnen können. Aber leider ist mir die Stärke vor allem nicht vergönnt gerade. Hey, Suicune. Na, tschüss. Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich war tatsächlich dabei. Ich war dabei. Du nicht. Du warst irgendwo oben. Suicune hat wahrgenommen, dass ich existiere. Das ist nett. Tun die wenigsten. Tschüss. So, haben wir hier oben noch irgendwas Cooles, was ich mitnehmen sollte? Komm hier nicht ran. Die Säule ist nicht 3D genug. Fies. Und weil ich keine Stärke habe, komme ich nicht vorbei. Also ich habe Stärke in dem Sinne, dass ich stark bin, aber ich habe keine Stärke in dem Sinne, dass ich Steine verschieben könnte. Haben wir denn noch irgendwie... Wir haben keine richtigen Potions. Ich will mich nicht mit dem Feuerman da anlegen, ohne dass ich richtige Potions habe. Komme ich hier oben irgendwann ein Item ran? Nee. Ich will mich nicht mit dem anlegen, ohne dass ich richtige Potions habe. Das heißt, ich werde jetzt erstmal diesen Turm verlassen und den Part beenden. Holen wir dann Kopfnuss für fürs nächste Mal. Und dann holen wir uns hier einen Encounter in der Stadt. Und dann werden wir uns um die letzten paar Trainer in dem Turm da kümmern. Außerdem werde ich wahrscheinlich Hutu trainiert haben, damit es sich zu Noctu entwickelt und es wegtauschen können. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.